Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute ein weiteres Video zu Big Whale, denn sie haben final ihren Rug Pull durchgezogen. Und jeden, den das jetzt überrascht, der tut mir leid, denn das war sehr, sehr offensichtlich. Ich habe das bereits in einem Video vor rund 2 Wochen angekündigt. Das war dieses Video hier, Rug Pull Season, das Ende von Big Whale naht. Habe dort sogar den Zeitraum festgelegt, dass ich denke, dass es in den nächsten 2 bis 3 Monaten passiert. Jetzt ist es noch nicht mal 2 Wochen, nachdem ich mein deutsches Video hochgeladen habe, passiert. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was sie denn sagen, was passiert ist. Ihre Märchenstory im Telegram-Chat anschauen, das Ganze auch so ein bisschen auf der Blockchain auseinanderfieseln. Und anschließend möchte ich so ein bisschen auf mein englisches Video und das Feedback zum damaligen Zeitpunkt eingehen. Da wirklich, glaube ich, immer noch viele denken, dass Big Whale ein legit Konzept war. Denn sie sagen jetzt aktuell, wenn wir hier direkt mal in die Telegram-Gruppe reinspringen, dass das Ganze ein Hack war, ein sogenannter Spoofing-Hack. Und sie jetzt ein Team-Meeting haben werden und sie zu 100% alle Investoren refunden werden. Dass das nicht passieren wird, das sollte jedem klar sein. Und jeder, der sich hier noch an letzten Rest Hoffnung klammert, tut mir leid, aber so funktioniert das nicht hier im DeFi-Space. Sie haben hier beispielsweise auch die bestimmten Wallets hinterlegt, beziehungsweise die Wallet, die den Hack durchgezogen hat. Erstmal vielleicht ganz kurz die Wallet, die auf D1C endet. Das ist deren Treasury Wallet, wo die gesamten BNB drin waren. Ich habe das mal grafisch dargestellt hier auf Arcam. Das ist die Wallet, von der wir gerade geredet haben, in der die gesamten BNB, also die gesamte Contract Balance lag. Und die Hacker Wallet soll scheinbar die D7C gewesen sein. Zumindest sagen sie hier, dass die Gelder auf diese Wallet gesendet wurden, wie wir eben auch an der Grafik sehen können. Und von der Hacker Wallet ging das ganze Kapital dann an weitere 18 Wallets. Also die rund 7000 BNB wurden auf diese gesamten Wallets verteilt. Das können wir auch so beispielsweise auf D-Bank nachverfolgen. Die Wallet, die auf D1C endet. Nochmal, das war die Treasury Wallet von Big Whale. Das ist die erste hier. Diese hat dann das gesamte Kapital von 7120 BNB auf die andere Wallet versendet durch eine Proof Loan Grant Command und diese BNB sind dann dementsprechend auf der D7C Wallet gelandet, hier auf dieser mittleren und wurden dann anschließend auf die gesamten 18 anderen Wallets verteilt, wie wir hier sehen können. Manche sind größere Beträge, manche sind kleinere, fünfstellige Beträge. Fakt ist, das Geld ist weg, hier wird es keinen Refund oder sonstiges geben. Alles, was jetzt noch passieren wird, ist die gleiche Masche wie in vergangenen Projekten. Das Ganze wird über die Zeit gestreckt. Dann sagen sie, dass rechtliche Schritte eingeleitet werden und bla bla. Irgendwann wird es in der Versenkung verschwinden. Jetzt möchte ich euch 2 Ausschnitte zeigen aus meinem vergangenen Video, was ich damals gesagt habe. Dann auch unter anderem darauf eingehen, dass der Rug Pull sehr, sehr offensichtlich war dann zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt stattgefunden hat. Wir sehen auch weiterhin viele neue Accounts, allerdings natürlich dadurch, dass das Ganze jetzt schon über 6 Monate läuft, auch mehr und mehr Auszahlungen. Und solche Ponzis, solche Schneeballsysteme sind natürlich massiv vom Onboarding neuer Leute abhängig. Und hört das Onboarding auf, heißt hört das Marketing auf, werden keine neuen Einzahlungen hier generiert durch neue Nutzer, dann fließt irgendwann auch kein Kapital mehr. Und dann wird letztendlich auch von den Betreibern dieser Seite, damit sie natürlich selbst noch was mitnehmen, hier auch der Stecker gezogen. Genau das, was gerade passiert, ist im Grunde eine weitere Szene, die ich zeigen wollte, ist diese. Ich habe es ja eingangs schon angeschnitten, das Ganze ist eine Kopie eines Protokolls, das ein Jahr lief. Und zwar hieß dieses Protokoll Crypto Arbitrage Team, beziehungsweise kurz CAT. CAT hatte relativ großen Erfolg und als es dann größere Popularität, sowohl auf YouTube als auch auf anderen Social Media Plattformen gewonnen hat, ist es natürlich nach und nach dann down gegangen und es war ein klassischer Rug Pull am Ende. Dennoch hat es natürlich knapp dieses eine Jahr gehalten. Wir hatten knapp 50.000 BNB, die eingezahlt wurden, aber letztendlich endet auch dieses Projekt wie alle anderen. Und genau das wird auch der Fall bei Big Whale sein. Ich gebe dem Ganzen keine 2 bis 3 Monate mehr, wird es von der Bildfläche verschwunden sein mit einem klassischen Rug Pull, denn meistens ist es so, die originalen Projekte halten tendenziell länger als die Kopien. Und genauso war es jetzt auch hier in diesem Fall. Crypto Arbitrage Team, das Originalprojekt, das genau den gleichen Scam durchgezogen hat, war circa ein Jahr am Markt. Big Whale waren es jetzt 7 bis 8 Monate und das Ende wird exakt dasselbe sein. Nachdem ich dann nicht mein deutsches, sondern mein englisches Video am 21. September veröffentlicht habe, hat das natürlich auch massiven Einfluss hier tatsächlich auf die Contract Balance gehabt. Das Video hat ungefähr 600 bis 700 Klicks bekommen und viele aus der Community haben darauf reagiert, haben mir Nachrichten geschrieben, haben unter das Video kommentiert und es wurde auch dementsprechend durch den Dreck gezogen in deren Telegram-Chat, was ich denn für Lügen als auch für andere Dinge in diesem Video von mir gebe. Dieses englische Video wurde veröffentlicht hier am 21.09. Nachdem das Video veröffentlicht wurde, sind dann dementsprechend auch viele BNB aus dem Contract geflossen, weil Leute Angst gekriegt haben. Vielleicht
auch verstanden haben, was wirklich hinter der Fassade von Bigwell abgeht, nämlich gar nichts. Und dementsprechend sind dann hier weiter BNB rausgeflossen. Und heute kam es dann zu diesem Exit-Scam, dass sie quasi diesen Hack vorgeschoben haben, aber es letztendlich ein klassischer Rugpull ist und die Contract Balance, wie wir vorher gesehen haben, jetzt komplett auf Null ist. Damit wollen wir übergehen zu einer Nachricht, die damals verfasst wurde, circa 24 bis 36 Stunden, nachdem ich mein englisches Video veröffentlicht habe, in deren Telegram-Chat. Bei mir hat zuerst nämlich jemand auf Telegram privat geschrieben, dass in meinem Video nur Lügen erzählt werden und dass ich nur das Projekt hatte, weil ich selber nicht drin bin und so weiter. Dann bin ich dementsprechend in deren Telegram-Gruppe gegangen, habe mal geguckt, was dort so geschrieben wird. Und das war das Erste, was mir ins Auge gestochen ist, von einem der Admins, vermutlich sogar der Projekt-Owner. Und sie schreiben hier, das Lustige an diesen YouTubern ist, dass sie das Video eigentlich nur für Clickbait machen. Eigentlich war das Video aus meiner Sicht nur dafür gedacht, um Leuten die Augen zu öffnen, dass Bigwell definitiv kein legit Geschäftsmodell ist. Das nächste, was er schreibt, sie haben dann einen Kommentar gepostet unter diesem Video und normalerweise würde man ja auf den Kommentar eine Antwort geben, aber nein, ich habe den Kommentar gelöscht, werde ich gleich noch drauf eingehen, denn ich habe den Kommentar nicht gelöscht, das war YouTube. Und dann schreiben sie hier noch, ich wäre von einem Wettbewerber bezahlt worden, um dieses Video zu machen und quasi Bigwell in den Dreck zu ziehen, was dementsprechend faktisch auch nicht der Fall ist. Das war der Kommentar, den sie unter mein Video gepostet haben. Hier nochmal ganz kurz erwähnt, dass ich diesen Kommentar nicht gelöscht habe, sondern wenn wir hier in den englischen YouTube-Kanal reinspringen, auf meine Settings gehen, uns auf Community begeben, ganz runterscrollen, dann habe ich hier erstens ein paar geblockte Wörter. Wenn diese Wörter in einem Kommentar enthalten sind, wird der Kommentar nicht angezeigt. Und hier unten ist eine Checkbox mit Block Links. Das heißt, wenn ein Kommentar Links enthält, wird er automatisch von YouTube gelöscht und nicht mehr angezeigt. Und genau das ist mit diesem Kommentar von Bigwell unter meinem Video auch passiert. Ich habe jetzt den Screenshot hier aus deren Telegram-Gruppe, weil sie ihn dort nochmal gepostet haben. Und hier waren dementsprechend Links für Solidproof, Bigwell und beispielsweise Behind MLM und dementsprechend hat YouTube dann diesen Kommentar rausgenommen. Jetzt möchte ich kurz auf die einzelnen Punkte eingehen. Sie haben hier in Punkt 1 und 2 angebracht, dass sie ja Certik auditiert sind, als auch ein Solidproof KYC haben. Ja, wie viel dieses Top-Notch-Audit von Certik hier jetzt gebracht hat, sehen wir ja. Sie wurden scheinbar gehackt. Scheinbar gab es ein Sicherheitsrisiko in den Smart Contracts, wenn die Geschichte natürlich wirklich stimmt, wenn sie nicht einfach die Gelder auf eine andere Wallet gesendet haben. Also nochmal, KYC und Audit sagen nichts darüber aus, wie legitim, wie ehrlich oder wie seriös ein Projekt ist. Einfach nur, dass das jeder hier versteht. Ansonsten, das Businessmodell, sagen sie ja auch nochmal, ist Arbitrage. Ja, ich denke, wenn man 0,8 bis maximal 2% täglich ausschüttet, dann ist das kein Arbitrage-Trading, dann ist das ganz einfach ein Ponzi-System. Punkt Nummer 4, YouTubers are not under our control und würden jedes Projekt promoten. Beispielsweise nennen sie hier Wolf Capital als auch 9to5, die sie sich auf meinem englischen Kanal rausgepickt haben. Um diese Punkte vielleicht auch kurz zu relativieren, ja, ich habe viel über Wolf Capital gesprochen und oft auf meinem Kanal hier erwähnt, allerdings in jedem meiner Videos habe ich gesagt, dass ich Zweifel habe, dass das Ganze legit ist, dass die Returns in dieser Höhe nicht erwirtschaftet werden können. Zudem habe ich ein Video gepostet, dass ich aus dem Projekt rausgegangen bin mit den Gründen und den Statistiken zu diesem Zeitpunkt, das kurz bevor war, bevor Wolf Capital implodiert ist, beziehungsweise bevor Trav dann endlich mal damit rausgekommen ist, dass er die gesamten Trading Funds verloren hat. Und das, denke ich, machen 99% der YouTuber nicht. Und um auf das zweite Projekt einzugehen, 9to5, das sie hier erwähnt haben, ja, ich habe auch dazu ein einziges Video gemacht in den frühen Tagen des Projektes, weil DeFi-Spammer, der Owner des Projektes, ein Trusted Community Member war zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Es fühlt sich nach einem Slow Rug an. Er sagt sowas, sie machen Refunds im November, aber aktuell sieht es sehr, sehr düster aus und er reagiert auch nicht wirklich auf die Fragen der Community. Dementsprechend war das vermutlich ein Griff ins Klo. Das hat verglichen zu den anderen Projekten auf meinem Kanal sehr viel Aufmerksamkeit erfahren. Allerdings, wie das immer so ist im DeFi-Space, du weißt nie, was mit diesen Projekten vorher passiert. Vor allem, wenn du am Anfang ein Video machst und dann nach 5 Monaten kommt jemand und sagt, du guck mal, was ist mit dem Projekt passiert. Das nur dazu. Dann die letzten Punkte, die ich noch aufgreifen wollte. Nummer 5, da geht ja auch die Plattform Behind MLM ein und dass die Daten auf der Seite nicht komplett korrekt sind. Das lasse ich jetzt im Außen vor. Allerdings Punkt 6 war wirklich das Allerhärteste, was ich jemals gehört habe.
Und zwar wollten sie eine Wette mit mir eingehen. Sie wollten, dass wir beide, sowohl das Big Whale-Team als auch ich, 50 bis 100.000 US-Dollar in den Pot legen. Und wenn sie in 2 bis 3 Monaten noch da sind, dann bekommt der Gewinner das gesamte Kapital. Und da an der Stelle einfach nur die Frage, welches seriöse Unternehmen, welches seriöse Projekt bietet einem kleinen YouTuber an, der einfach nur die Hintergründe des Projektes hinterfragt, eine Wette einzugehen, um sich damit zu profilieren, beziehungsweise die Leute von dessen Echtheit zu überzeugen. Dementsprechend aus meiner Sicht völliger Schwachsinn und eine massive Red Flag. Und ich denke, das Ganze ist auch nicht so gut gealtert hier von Jerome, der den Kommentar verfasst hat. Ein Moderator beispielsweise hat das Ganze aufgegriffen in deren Telegram-Chat. Ich dachte, ich zeige euch das. Und zwar wollten sie das Ganze mit mehreren YouTubern machen. Der hat das so als Spaß oder vielleicht auch als witzig verfasst, dass die YouTube-Hater quasi alle eine Wette mit dem Projekt eingehen sollen und das Projekt dann letztendlich 500.000 für den Total Value Lock zusätzlich hat. Ja, was ist letztendlich passiert? Die Funds wurden gerugpullt. Zusätzlich zu all dem, ein paar Tage nachdem ich mein Video veröffentlicht habe, gab es, glaube ich, zumindest eine Kampagne auf YouTube. Da haben sie ihre Influencer bezahlt, auf mein Video zu reagieren. Das sehen wir hier allein schon an den Videotiteln. Beispielsweise hier Answering the FUD, Payouts, Killing the FUD, Address the FUD. Oder hier unten war beispielsweise, glaube ich, auch nochmal einer, Killing the FUD. Diese Videos, wenn ihr auf die Tagesanzahl schaut, kamen alle nach meinem englischen Video hier. Das war 12 Tage, das war vor 5, 6, 7 und 7. Das waren, glaube ich, nicht mal alle, die gemacht wurden. Jedenfalls ist sehr naheliegend, dass sie hier quasi die YouTuber dafür bezahlt haben, erstens das Video zu machen und zweitens noch über ihre erweiterte Transparenzsektion in ihren Docs zu gehen, wo auch nochmal diese Fragen aufgegriffen werden, wo sie sogar sagen, es gibt keine falschen Fragen. Wir willkommen jeden FUD, also Fear, Uncertainty and Doubt. Und ja, aus meiner Sicht auch wieder eine massive Red Flag, die sich da jetzt über die letzten Tage entwickelt hat. Abschließend wollte ich noch kurz auf die Kommentare eingehen, die unter meinem Video gepostet wurden. Eine Person hat beispielsweise geschrieben, ja, ich soll doch die 50 bis 100k Wette akzeptieren und mit dem Projekt eingehen. Das würde dann nämlich viel über meinen Charakter aussagen und gibt dem Team natürlich mehr Sicherheit bzw. mehr Vertrauen. Und diese Person kam dann tatsächlich nach ein paar Tagen nochmal zurück und hat gesagt, ja, sie kann sehen, dass ich die Wette immer noch nicht angenommen habe. Und sie sagt hier, ich zitiere, I say put your money where your mouth is and take up the bets. So quasi, dass ich meine Aussagen mit Kapital hinterlegen soll, um das Ganze nochmal seriöser bzw. aussagekräftiger zu machen. Eine weitere Person hier, safest project out there, certainly safer than Wolf Capital, which he promoted and wasn't doxxed. Dieser leitet natürlich wieder über zu meinen Wolf Capital Videos. Erstens, Trav war gedoxxed. Zweitens, ich habe ein Video gemacht, als ich aus Wolf Capital raus bin. Drittens, ich habe in jedem dieser Videos meine Bedenken zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, dass er jetzt auch nicht mehr so überzeugt ist, dass Big Whale the safest project out there ist. Und der letzte, wo ich drüber gehen wollte, ist nochmal dieser YouTube-Kommentar, weil jemand geschrieben hat, ja, ich habe den YouTube-Kommentar gelöscht. Nein, nochmal, der YouTube-Kommentar von Big Whale wurde von YouTube aufgrund der blockierten Links von diesem Video weggenommen. Das soll zu diesem Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, wie immer gerne unter dieses Video. Ich hoffe, keiner hier war noch drinnen und hat Kapital verloren. Mein letztes Video darüber war vielleicht nicht komplett faktenbasiert, aber mein Gefühl bei solchen Projekten enttäuscht mich in der Regel nicht. Und das haben wir jetzt auch über die letzten Stunden ausspielen sehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr zukünftig nichts verpassen wollt, was ich auf dem Kanal poste, denn ich bringe tägliche Videos, dann lasst auch gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.